träumst beim Lernen vor dich hin? Du hast keine Lust mehr auf Hausaufgaben? Ich zeige dir jetzt 5 Übungen, die dir dabei helfen, dich wieder schnell zu konzentrieren und die tierisch viel Spaß machen. Unsere erste Übung ist die Katze. Dazu stellst du deine Arme vor den Körper auf den Boden in den Vierfüßlerstand und dann hebst du deinen Rücken wie eine Katze, die sich das Fell sträubt. Und wieder nach unten und nach oben schön durchbiegen, so weit wie es geht. Und als Abschluss dieser Übung kannst du noch einen wilden Katzensprung machen. Bist du bereit, Jonas? Und unsere zweite Übung ist der Tiger. Dazu bleiben wir sitzen und geben unsere Krallen so weit wie möglich nach vorne auf den Boden. Jetzt krallen wir uns im Boden fest. Und jetzt gehen wir mit dem ganzen Körper am Boden entlang nach vor, nach oben und zurück. Wir pirschen uns an unsere Beute an. Unsere dritte Übung ist das Wildpferd. Das Wildpferd reitet auf der Weide herum und wackelt mit dem Schwanz. Und es galoppiert. Und weil es ein Wildpferd ist, bewegt es sich mit dem ganzen Körper hin und her. Unsere vierte Übung ist die listige Schlange. Die listige Schlange schlängelt sich durch das Gras und schleicht sich an ihre Beute an. Unsere fünfte und letzte Übung ist der Gorilla. Der Gorilla trommelt auf seinem Körper rum. Und wir gehen nach unten. Zu den Zehenspitzen. Hinten auf den Waden. Über den Oberschenkel nach oben. Über den Rücken. Bis hinauf zum Kopf. Vorsichtig. Zu den Ohren können wir ein bisschen kneten und schauen, ob die Affenohren noch dran sind. Dann nach unten. Zum Brustkorb und zum Schluss brauchen wir einen großen Gorillaschrei. Wir sind bereit für die Hausübungen. Los geht's. Ich hoffe, euch haben unsere 5 Minuten Bewegungseinheiten gut gefallen. Falls du weitere kreative Ideen suchst für kurze Lernpausen oder kurze sportliche Bewegungseinheiten, dann schau dir unsere Servus-Kinder-Videos an. Viel Spaß dabei. Ciao.